Ich habe gestern, ich habe auch so überlegt. Aber ging nicht. Ja. Martin, mach die Kamera weg. Ja. Aber mach doch noch mal eine andere Übung außer Laufen. Ist ja sehr spektakulär heute. Superstars hier filmen, diese. Oh, treffen sogar das Tor, ist ja unglaublich. Noch keiner betroffen. Gesundheit. Nee, ich glaube, die sind jetzt alle. Die hat Papa aufgeschrieben. Ich habe nämlich welche gesucht und keine gefunden. Also ich habe welche. Du musst du davon. Aber die habe ich nicht. Ja, die habe ich trotzdem nicht gefunden. Nee, die sind auch im Nacktes. Oh, ui, Kamera. Oha. Was ist denn das hier vorne? Keine Ahnung. Ja, ich kenne mich nicht. Ja, aber auch nachher ein, zwei Stunden gehen. Nee. Ja. Schönes Spiel, ne? Ja, danke. Ich wollte es. Jungs, ne? Bist drauf, bist drauf. So. Linienrichter aus 3000. Also auf Abseits. Jetzt ehrlich? Ja. Sieht man doch. Gefühlt ja. So. Hört mir bitte ganz kurz zu. Erstens, Patrick Werner macht die Standards. Ne? Patrick Meurer, Entschuldigung. Patrick Meurer macht die Standards. Auf links kann Sven gleich die Ecken treten. Ne? Sven, da brauchst du nicht extra laufen, aber so was in den Strafraum reingeht und so, was an Ecken ist. Marc, wenn du willst, mit nach vorne. Helge bleibt dafür hinten. Jungs, so wie es ist, jetzt wirklich. Nichts anderes als ein zweistelliger Sieg erwarte ich hier. Ihr sollt euch hier den Arsch aufreißen. Das Ding ist einfach. Erste Halbzeit, richtig Kette geben, Gas geben, Druck machen. Die werden sich wehren. Umso länger es 0-0 steht, umso schlechter für uns. Weil umso mehr kommen die ins Spiel, umso mehr fallen die. Wenn wir hier schnell für klare Verhältnisse sorgen, in den ersten 15, 20 Minuten, versuchen, schnell ein Tor zu erzielen, nur unter Druck setzen, da vorne Gas machen, dann können wir auch in der zweiten Halbzeit dann runterschalten. Das wird ein anstrengendes Spiel. Wenn wir hier warten, bis irgendwas passiert und uns erstmal ausruhen in dem Wetter, dann wird es richtig spannend. Umso länger es 0-0 steht, umso schwieriger wird es. Jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Tore die kassieren, aber die müssen heute reichlich kriegen. Alles andere ist für mich eine Enttäuschung. Mir geht es nicht darum, ob wir gewinnen. Für mich geht es nur darum, wie hoch. Und das ist aber trotzdem eine Frage der Einstellung. Ihr müsst da so rangehen wie gegen Mascherode.
Ihr müsst kämpfen, ihr müsst wollen, ihr müsst euch zeigen, ihr müsst Abschlüsse suchen. Da habt ihr toll gespielt. Wenn ihr euch jetzt auf dem Platz steht und sagt, ach, die können doch nicht schon die anderen treten, spielen wir mal quer, dann spielen wir mal ein, dann verlieren wir hier. Dann können sogar die gewinnen. Aber mal ganz ehrlich, ich habe mir hier einiges anhören müssen und wenn ihr als Kader der Dritten, weil hier steht der Kader der Dritten, nicht in der Lage seid, gegen Riddagshausen zu gewinnen, dann habt ihr zusammen nichts in der Kreisliga verloren. Und das gilt zu beweisen. Ja, los, komm! Ich kann nicht sehen, weil der Trainer drauf ist. Passt nichts anderes, was man drauf meint, nee. Ja. Wo ist denn der Ball? Ist ganz schön schwer zu filmen. Zeigt euch, bietet euch ein! Habt ihr gehört? Und ab! Du bist denn so unscharf. Hallo! Jetzt! Was macht der denn? Was macht der denn? Oh! Ist denn sowas zu glauben? Ich will das selber machen. Was macht er? Wieso spielt er nicht vorher? Hin! Was jetzt? Scheiß Ding. Ja, aber Schnee drauf. Einmal! Das hältst du mir jetzt schon 10 Jahre. Gut so wäre es vorne. Du musst doch kommentieren, vorne. Ne? Das macht ihr. Zurück! Ja, Mensch, du hast eine Funze.